Wie immer, von euch für euch unnützes Wissen über Pokémon. In Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir werden die Pokébälle langsamer geworfen, wenn man unter Wasser ist und dabei ein Pokémon in den Kampf ruft. Nur in der zweiten Generation und dritten Generation sieht man beim Backsprite von Kangama das Baby. Zudem sind die beiden Sprites in den Spielen nahezu identisch. Im Pokémon-Film Mewtwo gegen Mew setzt die Trainerin Nisha ein Turtok ein, dem sie den Namen Panzerschrank gegeben hat. In den Spielen ist es aber unmöglich, einem Pokémon diesen Namen zu geben, da das Zeichenlimit für Spitznamen von der ersten bis zur fünften Generation bei 8 und seit der sechsten Generation bei 12 liegt. In Episode 20 der ersten Pokémon-Staffel, Die verlorene Seele, gibt es ein Nebulak, welches sprechen kann und sich einmal im Jahr in ein totes Mädchen verwandelt, und zwar den Geist von Maiden's Peak. Maiden Peak ist ein Berg in Oregon in den USA. In der Folge verwandelt sich das Nebulak auch in einen Mungo. Jedoch gibt es Sengo, ein Mungo-ähnendes Pokémon, erst seit der dritten Generation. Die drei Charaktere, Rot, Blau und Grün, haben in Pokémon Let's Go, Evoli und Pikachu alle drei ein Feuer-, Wasser- und Pflanzen-Pokémon, von denen jeweils eines ein mega entwickelter Kanto-Starter ist. Rot besitzt Arcani, Lapras und Mega Bisaflor. Blau besitzt Mega Glurak Y, Garados und Kokovai. Und schließlich besitzt Grün Vulnona, Mega Turtok und Sarzenia. Bei den Attacken Heilbefehl, Blockbefehl und Schlagbefehl, den Spezialattacken von Honweisel, sieht man echte Bienen in der Kampfanimation. Es gibt zwar auch Pokémon wie Bibor, die Bienen nachempfunden sind, jedoch sind diese viel größer und haben mit diesen nicht wirklich etwas zu tun. Im Pokémon-Anime reisten Ash und seine Freunde durch Städte, welche in den Spielen niemals existierten. In Staffel 1 in der Folge Hypnosnickerchen waren sie zum Beispiel in einer Stadt namens Hop 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 Town. Des Weiteren waren sie in der ersten Staffel in der Folge Drohende Gefahr in einer Stadt namens Gwynjay City, welche sich zwischen Prismania und Fuxania City befindet. Wenn Sashian das rostige Schwert bzw. Zamazenta den rostigen Schild als Item trägt, können die Pokémon ja bekanntlich ihre Signature-Attacken Gigantenhieb bzw. Gigantenstoß einsetzen. Jedoch steht im Bericht der Pokémon auf dem PC immer noch die Attacke Eisenschädel als Ersatz für Gigantenhieb bzw. Gigantenstoß dort. Die Trainerklasse Schulkind aus Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir ist Max aus dem Anime nachempfunden. In einem Interview aus dem Jahr 2000 sagte zudem Koji Nishino von Game Freak, dass männliche Schulkinder zu Strebern, seit der siebten Generation Tüftler genannt, werden. Iguanas Pokédex-Eintrag aus Pokémon Omega Rubin sagt, dass es durch Sonnenlicht Körperkraft gewinnt. Im Kampf ist es jedoch genau umgekehrt, da seine Fähigkeiten Trockenheit und Solarkraft ihm bei Sonnenschein KP abziehen. Dennoch ist es das einzige Nicht-Pflanzen-Pokémon, welches sich mit einem Sonnenstein weiterentwickeln kann. Zudem sagt ein Arbeiter in Tempera City, dass sein Iguana in der Nähe des Kraftwerks auf Route 13 gefangen wurde, wobei es dort aber keine wilden Iguana gibt. Das Pokémon Ditto stammt von dem Wort Ditto ab und bedeutet so viel wie ebenfalls oder desgleichen. Dies ist eine Anspielung auf seine Attacke Wandler oder seine Fähigkeit Doppelgänger, die es erlaubt, ebenfalls wie das gegnerische Pokémon auszusehen. In der ersten und zweiten Generation ist es möglich, durch das Einsetzen von Tränken mit der Attacke Konter zu kontern. In der ersten Generation beträgt der Schaden, der in diesem Fall verursacht wird, meistens genau einen KP. Es gab eine Eventverteilung von einem Darkrai, welches die Signature-Attacken von Dialga, Zeitenlärm, als auch die von Palkia, Raumschlag, erlernen konnte. Die Verteilung fand auf dem Pokémon Day 2008 statt. In der ersten Staffel der 58. Folge des Animes, genannt Der Rätselmeister, gibt es die berühmte Szene, dass Ash Pikachu ein Rizeros mit einer Elektroattacke besiegt, indem es auf einen Schwachpunkt das Horn zielt, wodurch ein Boden-Pokémon durch eine Elektroattacke getroffen und gar besiegt wird. In der Folge sagt ein Mashok zudem mehrmals Macho Mai. Die Region Höhen hat von allen Regionen die meisten Routen, nämlich ganze 34 Stück, wovon die Hälfte sogar Wasserrouten sind. Die spielt auf den Kampf der beiden Coverlegis, Groudon und Kyogre, an.
Rocco ist der Begleiter, der mit Ash zusammen am längsten durch 4 Regionen gereist ist. Zudem ähnelt er stark Benny aus der Einal-Region. Beide sind sehr gute Köche, kennen sich sehr gut mit Pokémon aus, haben eine spezielle Augenform und sind die ersten Arenaleiter in ihrer Region. Es gibt das Pokémon Glurak in Super Smash Brawl und Ultimate und auch weiteren Smash Bros. Teilen. Die lilane Farbe des Gluraks in diesem Spiel ähnelt stark in der zweiten Generation verwendeten Shiny-Form von Glurak, bevor die Shiny-Farbe von Glurak schwarz wurde. Im Anime haben Maike und Lucia einige Gemeinsamkeiten. Beide besitzen ein Normal-Pokémon, das eine Eisattacke beherrscht. Maikes Eneko mit Blizzard und Lucias Haspirohr mit Eisstrahl. Beide haben ein Pokémon der vorherigen Generation gehabt, das sich dann zum Pokémon der 4. Generation weiterentwickelte. Maikes Evoli zu Glaciola und bei Lucia sogar 2, nämlich Griffel und Keifel zu Ambidiffel und Marmutel. Außerdem, wenn ihnen etwas bewegt, ähneln sie sich auch vom Verhalten her. Maike faltet ihre Hände zusammen und Lucia legt ihre Hände aufs Herz. Beide sind Koordinatoren und reisen später zur vorherigen Region hin, in der Ash war. Und sie beide sind schließlich mit einem legendären Pokémon befreundet, Maike mit Manaphy und Lucia mit Vesprit. Nach dem Pokédex-Eintrag in Pokémon Sonne ist Drifblon ein Kinderentführer. Im Pokédex-Eintrag steht, es heißt, dass es kleine Kinder an der Hand nehme und ins Jenseits zerre. Schwere Kinder sind ihm eine Last. Der weibliche Rocket Rüpel aus Pokémon Gold, Silber und Kristall hat Ähnlichkeit mit der im Anime auftretenden Cassidy. Team Rocket Rüpel sind zudem die einzigen einer Verbrecherorganisation, die in den ersten 4 Spielgenerationen vorkam. Im Pokémon Anime lautet Jesses japanischer Name Musashi, während James seiner Kojiro ist. Das spielt wohl auf die beiden Samurai Miyamoto Musashi und Sasaki Kojiro an. Im Kampf hat Musashi Kojiro erschlagen, was interessant ist, weil eigentlich Jesse im Anime die dominantere Persönlichkeit ist. Achtung, dieser Fakt ist ein Spoiler zu dem DLC Die Schneelande der Krone. Wie bei den Startern Feuer, Pflanze und Wasser haben die Galarformen von Arctos, Zapdos und Lavados aufgrund ihres zweiten Typs einen ähnlichen Kreislauf. Arctos Psychotyp ist sehr effektiv auf Zapdos Kampftyp und dieser ist sehr effektiv auf Lavados Unlichttyp. Umgekehrt sind die Typen aufeinander nicht sehr effektiv. In Anemonia City, in dem Haus neben dem Pokémon Center, wohnt ein Junge, dem alle Pokémon außer ein Potrott von Rivale Silber gestohlen wurden. Er bittet den Protagonisten, auf das Pokémon aufzupassen, bis die Situation für ihn sicher zu sein scheint. Anschließend darf man das Pokémon behalten, in der zweiten Generation jedoch nur, wenn die Zuneigung des Pokémon über 58% liegt. Gibt man außerdem einem Potrott in dieser Generation eine Beere und wartet eine Weile, wird sie zu dem Item Beerensaft. Der Beerensaft füllt 20 KP von einem Pokémon auf. In Pokémon Schwert und Schild in der Feenarena von Fair Belly, wenn man die Arena-Mission erfolgreich abgeschlossen hat, liegen auf einem Tisch die richtigen Bewertungsbögen von Sania und Deleon. Während Deleon kaum eine Frage richtig beantworten konnte, hat Sania ganze 3 Fragen richtig beantwortet. Dafür scheint Deleon ein deutlich besseres Talent für das Kämpfen zu haben. Die Trainerklasse Zwillinge wurde mit der 2. Generation eingeführt. In dieser Generation jedoch gab es aber keinen Doppelkampf, weshalb die Zwillinge einzeln die Pokémon in den Kampf rufen, was sich seit der 3. Generation geändert hatte. Auch in Pokémon Gelb gab es mit Jesse und James nur Einzelkämpfe, obwohl beide im Kampf waren. Das wurde in Let's Go Pikachu und Evoli geändert, dass sie die einzigen im Spiel sind, die einen Doppelkampf ausführen. Alle anderen Kämpfe in diesen Spielen sind tatsächlich Einzelkämpfe. Vielen, vielen lieben Dank für die Unterstützung zu diesem Projekt hier. Wenn ihr weiteres unnützes Wissen habt, könnt ihr mir das gerne per Privatnachricht via Social Media einschicken. Bitte per Privatnachricht, denn die Zuschauer sollen ja nicht vor dem nächsten Video schon gespoilert werden. Hat euch das Video rund um das unnütze Wissen in Pokémon gefallen? Wenn ja, natürlich hier an der Stelle liken, hypen, nicht vergessen. Und falls ihr keine weiteren Videos rund um Pokémon verpassen wollt, könnt ihr mich hier an der Stelle gerne abonnieren bzw. die Glocke aktivieren, um überhaupt nichts mehr rund ums Pokémon-Universum zu verpassen. In diesem Sinne, auf mehr unnützes Wissen über Pokémon.